Welches Geheimnis mag sich nahe bei La Roque de Far noch heute verbergen? Aufmerksam geworden auf diese Angelegenheit über einen überaus interessanten Artikel, der aus einer seriösen Quelle stammt, dem man also so weit Vertrauen schenken kann, als das in diesen Zusammenhängen möglich ist. Worum geht es in diesem Artikel? Also natürlich um die Geschichte von La Roque de Far. Und da findet ein Ort, eine Village, eine Ortschaft Erwähnung, ist auch heute noch existent, und zwar Cargasses. Heute ist es ein kleines Hamo, also ein kleiner Weiler, bestehend aus zwei kleinen alten Hütten. Natürlich gehört das heute zu La Roque de Far, ist also eingemeindet, ist ein Gemeindeteil von La Roque de Far. Das ist es aber früher nicht gewesen, denn dieses Cargasses ist nicht nur die Ortschaft Cargasses, sondern es ist eine Region, es ist ein Gebiet, ein Territorium, das den Namen Cargasses trug. Und nicht nur das, sondern die Herren dieses Gebietes waren die Herren de Cargasses, also ein Adelsgeschlecht de Cargasses. Das gibt mir schon mal im Zusammenhang mit Carcassonne schwer zu denken. Also hier liegt einiges offen. Das sind sehr, sehr widersprüchliche oder sehr widerstreitende Elemente. Die offiziell verbreitete Geschichte von Carcassonne wiederum mehr als nur in Frage stellen. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Die Herren von Cargasses waren Lehnsleute der Herren von Termes, der nahen Burg Termes. Es kann durchaus auch umgekehrt gewesen sein. Aber mich machte alleine schon die Tatsache munter, dass dort diese Ortschaft existiert. Und dass da im Zusammenhang dann letztlich erstmal die Karthager Erwähnung finden, denn Termes, das ist bekannt, war eins der Karthager Zentren und damit auch La Roque de Far und Cargasses. Aber bleiben wir mal bei diesen Karthager Geschichten. Auch die Herren von Cargasses waren Katharer oder standen den Katharern nahe. Einige der Familie waren tatsächlich Katharer. Es gab sogar eine Parfait. Die Dame Fernande de Cargasses, das war eine Faldit, eine Geächtete. Und es lässt sich sogar aus den alten, noch vorhandenen spärlichen schriftlichen Zeugnissen ableiten, dass speziell auch Cargasses, nicht nur Termes, der Olivier de Termes, also der Herr von Termes, einer der führenden Köpfe im Widerstand gewesen ist, sondern dass auch Cargasses dort eine Rolle spielte, und zwar eine größere Rolle. Es ist in schwachen Umrissen zu erkennen, dass dieser Familie de Cargasses eine viel größere Bedeutung zukam, als man heute gemeinhin glauben möchte. Was heißt glauben möchte? Man weiß ja eigentlich überhaupt nichts mehr über diese Familie de Cargasses, über diese Noblesse. Die ist wie ausgetilgt, wie aus der Geschichte gelöscht. Alles, was mit diesem Cargasses zusammenhängt und vor allem die Herren von Cargasses und die Damen von Cargasses betrifft, ist wie ausradiert. Und trotzdem, es haben sich Spuren erhalten. Unter anderem existiert also dieses kleine Hamo namens Cargasses heute noch. Das wird wohl mit zum Kern der Herrschaft gehört haben. Die bestand nicht nur aus dem Chateau, sondern man weiß von einer Kirche, der Eglise, dem Marie Madeleine.
die nahe beim Château die Kirche von Carcassès gewesen sein soll. Die ist bezeugt, die ist urkundlich bezeugt, diese Kirche. Und das Château selbst und ein kleines Monaster wird erwähnt. Ist bis heute nicht genau lokalisiert worden. Aber alles, was ich bis dahin in Erfahrung bringen konnte, hat mich natürlich neugierig gemacht. Enorm spitz gemacht. Und als erstes auf meinem Wunschzettel hatte ich mir diese Kirche notiert. Ich dachte, die muss doch zu finden sein, weil in dem Artikel wird sie erwähnt, mit wenigen Zeilen nur, aber mit vielen Fotos. Aber keine genauen Angaben, also es ist dem Artikel nicht zu entnehmen, wo genau diese Kirche sich befinden soll. Lediglich die Angabe 2,6 Kilometer südlich von La Roque de Fa. Da bin ich losgezogen anhand dieser Information und habe relativ schnell bin ich fündig geworden. Aber ich musste einen sehr steilen Hügel erklimmen, auf dem ich dann plötzlich vor einer Ruine stand. Und zwar eine beachtliche Menge an Bausubstanz, die da noch steht, die noch erhalten ist. Muss ein großes Bauwerk gewesen sein. Ich hielt es zuerst für die Kirche und war in dem Glauben, dass ich die Kirche gefunden hätte. Aber dann kam mir, als ich da in der Ruine stand, doch schon recht schnell Zweifel, weil das ist ein Riesenbau gewesen. Endlich nach langer, mühsamer Suche doch gefunden. Die Ruine der alten Kirche Marie Madeleine. Was ich noch nirgendwo in so einer alten Kirche oder Kapelle, in der Kapelle sowieso nie, aber was ich noch nie in einer alten Kirche so vorgefunden habe, diese Säulenreihe. Stehen hier drei solche Säulen. Hier drüben ist eine große, das ist die Innenmauer, keine Außenmauer. Diese Kirche wäre dann praktisch durch die Innenwand abgeteilt gewesen. Ob das eigentlich nun wirklich überhaupt eine Kirche gewesen ist? Gut, schauen wir uns jetzt erstmal hier in der Kirche um. Nun dachte ich mir, dann muss das Château gewesen sein. Eine andere Erklärung hatte ich erstmal nicht. Dieses Château gilt heute als abandonné, also als verschwunden, als nicht mehr auffindbar. Ich bin also von da aus weitergegangen auf der Suche nach der Kirche. Da gelangt man in eine kleine Senke. Die ist übersät mit Steinen und zwar ganz deutlich erkennbar Steine, die früher verbaut gewesen sind. Also dort hat das Zerstörungswerk, das man vorgenommen hat, ganze Arbeit geleistet. Also da ist wirklich alles platt gemacht worden. Ich passierte diese Senke, dann geht es wieder bergan. Extrem steil. Der Anstieg hier. Ich stand vor der nächsten Ruine. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das möglicherweise die Festung gewesen? Hier, das ist ja verrückt. Das ist ja total verrückt. Gut, gehen wir mal da hoch. Ja, riesengroße Mauer wieder hoch, die sich dann noch weit im Gelände fortsetzt, bis vorn zur Abbruchkante, wo es dann steil nach unten geht. Also es muss eine der Außenmauern des Gebäudes gewesen sein. Wahrscheinlich das Kastell, das vordere Kastell des Châteaus. Vergleichbar, damit man eine kleine Vorstellung vielleicht davon hat,
ähnelt es im Grundriss etwa Montségur, also wie ein Schiff, wie ein Boot, so spitz nach vorn zulaufend, nach hinten sich verbreiternd. So etwa muss dieser Bau ausgesehen haben. Auch die Abmauerung nach außen hin sind noch teilweise erhalten. Das ist der äußere Mauerring, wie es aussieht. Ja, natürlich ist das ein Chateau gewesen. Was denn sonst? Hier oben auf der Kuppe. Es ganz klar ist, das war eine Wehranlage. Und zwar eine große Wehranlage. Aber die Kirche hatte ich nun immer noch nicht gefunden. Also das Chateau ist nun entdeckt. Das kann ich... Da bin ich mir sicher, weiter auf der Suche nach der Kirche. Für diesen Tag war bei mir erstmal der Akku alle und ich habe bei der nächsten Exkursion dann eine andere Stelle mir vorgenommen, die mir vielversprechend erschien.